Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, ich begrüße euch und heute gibt es ein paar News zum Euro Truck Simulator 2, nämlich SCS Software hat angekündigt, dass ein Modding Tool sowie auch Steam Workshop sobald hier im Euro Truck Simulator auch im amerikanischen Truck Simulator erscheinen soll. Wuhu! Was bedeutet das alles? Ja, man soll natürlich mit dem Modding Tool, was sich so nennt wie SCL Blended Tool Version 1.0, in der Version ist es. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, ob es die jetzt schon zur Verfügung gibt. Und wenn es die schon zur Verfügung gibt, einfach unten mal einen Link rein. Das bedeutet, dass ihr jetzt oder wenn das Tool draußen ist, andere LKWs bauen könnt, Umgebung verändern, KI-Fahrzeuge, wie ihr dort wahrscheinlich seht, oder dort hinten, und natürlich halt andere Modelle, Häuser etc. ins Spiel implementieren könnt. Und zwar so, dass es auch mit dem Steam Workshop funktioniert. Ihr habt ja mittlerweile schon einige Mods vielleicht schon selbst installiert und dann habt ihr mitgekriegt, dass das Spiel nicht mehr funktioniert, wenn eine neue Version des Spieles rausgekommen ist. Wir haben ja jetzt aktuell die 1.22 am 28.12. Das sage ich nur, weil einige immer wieder denn was fragen. Ich habe eine Version, die ist 1.0815. Ja, auf jeden Fall solltet ihr euer Spiel mal aktuell halten. Wenn ihr dann auf jeden Fall Steam Workshop habt, sollten die auf jeden Fall kompatibel sein. Also die haben ja auch, ich gehe mal einfach mal ins Menü, auf Profile. Und dann sehen wir ganz einfach mal, und zwar das Modding Tool oder Mod Manager. Hier kann man ja quasi aktivieren, deaktivieren die ganzen Mods, die man hier hat. Ihr seht, dass ich hier meistens von JazzyCat Pakete drin habe, um nicht jeden einzelnen Mod hier rein zu implementieren. Und deswegen muss ich wirklich sagen, geht das richtig flott voran. Wir haben ja auch bei SpinTire schon gesehen, dass es da einen Mod-Support gibt. Und zwar auch Steam Workshop. Und ich sage mal, das ist doch die beste Alternative. Da haben wir doch lange drauf gewartet. Und wann es nun genau rauskommt, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich hoffe, dass ihr denn so flink dabei seid und mir auch dann sagt, hey, pass auf, Maximus, das Steam Workshop, meine Güte, ist jetzt am Start. Dann können wir unsere eigenen Felgen bauen etc. Aber ich denke mal, ich persönlich werde dann noch nicht so zugreifen oder selbst versuchen, Mod zu kreieren. Aber ihr draußen könnt natürlich was für Maximus denn machen, wenn es denn soweit ist. Als kleine Aufmerksamkeit würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht ja hier meine Standardlackierung. Wie weit es denn in Richtung Multiplayer geht, ob man da denn diverse Mods denn implementieren kann. Ihr kennt ja natürlich Arma und Arma bedeutet ja, wenn einer oder wenn ihr auf eine gewisse Map wollt, dann lädt er sich automatisch ein paar Mods runter. Und so könnte ich mir das dann auch vorstellen, als kleine Vorstufe für den Multiplayer, wenn SCS-Software das dann wirklich mal rausbringt. Aber das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich wollte euch nur ganz kurz informieren. Heute am 28.12. kamen die News raus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir bestimmt mal angucken, das Modding-Tool, um einfach mal zu sehen, wie komplex ist es. Ja? Ich kann ja noch mal ein paar Bildchen reinblenden, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Da seht ihr schon mal, was so an Mods. Also ich bin da wirklich überfragt. Ich weiß, wie ich sie installieren kann, wie ich die benutzen kann. Und ja, wenn das Spiel nicht funktioniert, dann haue ich den Mod einfach wieder raus. Ja? Und das soll ja dann der Vergangenheit angehören, wenn das Spiel immer weiter unterstützt wird. Und man möchte quasi, wenn man dieses Tool benutzt, das ist ja auch das Tool, was die Hersteller benutzen, auch dafür sorgen, dass das Spiel, was ja schon wirklich 3 Jahre auf dem Buckel hat, und ja, man hat das ein bisschen verglichen, die Hersteller mit Dota 2 und CSGO etc., weil es ja eigentlich auch aus einer Mod entstanden ist. Und ja, vielleicht haben sie da kleine Ideen, um das Spiel weiter voranzubringen. Ja? Ob es nun Busse jetzt ins Spiel kommen, man sieht ja überall, gibt es Parkplätze. Also gehe ich davon aus, dass es irgendwann mal sowas geben wird. Vielleicht Einsatzfahrzeuge, Feuerwehr habe ich auch schon gelesen und Polizei. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja unten in den Kommentaren alle eure geistigen Güsse da mal rein zwiebeln. Und ja, das sollte einfach nur ein kurzes Infovideo sein. Schreibt mal unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch freuen und wer zu faul ist, der gibt dem Video einen Daumen. Und wenn ihr nichts passt,
Gottes Willen verpassen wollt, dann abonniert mich einfach, weil wenn Euro Truck Simulator kommt, dann mache ich auf jeden Fall ein kleines Info-Video. Mit den Worten wird der Maximus mal einen Fisch machen. Sorry, ich bin gerade von Arbeit gekommen, aber ich musste euch das einfach mal bringen. Mache ich einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.